was da drin ist. So, hier kann ich dann nachsehen. Also erstmal heilen, ist auch wichtig. So, Divermon. Gib mir was Schönes. Booster öffnen. Erstmal das Beschissene. Na, da wird. Ja, vielleicht Demi-Devimon. Das hat für 0 Energie dann doch einigermaßen gute Werte. Aber da gibt es halt auch bessere. Okay, dann zurück. Aber jetzt wird spannend. Tortamon auf jeden Fall. Und Kumamon für 0 Energie. Auch nice. Und da drüben. Er hat eine Energie. Aber trotzdem, Simsim ist nicht schlecht. Da lohnt es sich, glaube ich, schon das. Ah, da war ja Ordner bearbeiten. Vielleicht kann ich mir auch eine Karte kaufen. Eine hübsche. Nee. Obwohl. Nee, die. Die Kosten. Die Vidramon wäre halt nice. Egal. So, Ordner bearbeiten. So. Was habe ich bekommen? Kumamon, nicht? Mit 5, 5 und 1. Ne, 0. Da werde ich wahrscheinlich Palmon weghauen. Das machen wir mal sortieren. So. Eine rote Karte, eine starke habe ich bekommen. Die sind zwar schwach, aber die kann ich ganz schnell holen mit entweder hier Handelsladung oder Gobudemon rufen. Und dann habe ich ein Etemon. Also das, die werde ich mal jetzt so schnell nicht weghauen. Aber hier muss ich mal schauen, was ich bekommen habe an roten Karten. Akatorimon. Mit 1. Ja, finde ich mal gar nicht mal. Na gut. Mit 1 kann ich, glaube ich, schon das hinein. Ah, und genau, eine weiße Karte, Shellmon, habe ich bekommen. Da auf jeden Fall Elecmon, weil. Patamon hat zumindest HP. Ah, Tortamon, nicht Shellmon. Und vielleicht noch eine ganz schwache Karte. Habe ich so etwas? Ja, hier Aruraumon. Dann mache ich noch eine Angriffsausrüstung hinein. Monmon hat 5-5. Wäre doch klüger Monmon anstatt Gomamon hinein, oder? Oder Gisamon. Ich nur mal kurz durch. Auch Gabumon wäre besser als Palmon. Rein damit.
Wie sieht es jetzt aus mit den Schwarzen? Die mit Devimon. Ne, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, da habe ich jetzt schon das Beste. So, die Angriffsausrüstung wie geplant. So. Gut. Dann habe ich jetzt mein Deck ein wenig verbessert. Oder mein Ordner. So heißt er ja hier. Ja. So. Dann suchen wir jetzt Gilmon. Und, oh Wunder, Gilmon ist nicht mehr hier. Ich glaube, der ist neu. Walkromon ist auch nicht hier. Ich bin Jimmy, ich forsche Deri. Bring mir Gilmon Digitations-DNA von Walkromon. Schaffst du das, gebe ich dir Gilmon als Partner. Nur die Frage ist, ich glaube, ich muss zu dieser Holzhütte zwischen den zwei Städten, zu diesem Rasthaus. Ich glaube, dort gab es eine, die Gilmon liebte oder so. Ich glaube, hier gehe ich falsch, oder? Ja. Oh, da ist aber ein Karten in der Nähe. Eigentlich sollte ich ja Agumon trainieren. Ja, komm. Trainieren wir Agumon, damit Greymon auch mal auf 15 kommt. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr Renamon trainiert. Da sieht man wieder, die schnell leveln, die setze ich fast nie ein. Ah, nee. Bevor ich da wieder einen Diamond herausfische. Oh, da ist noch eins in der Nähe. Ein Woodmon. Ah, da haben wir schon Level 15. Triple Fire, hä? Oh. Na gut, kann ich sie jetzt eigentlich ausprobieren. Triple Fire. Soweit ich weiß, kann er alle drei blocken. Ja, tut er aber nicht. Also es ist nicht eine Attacke mit drei Schüssen, sondern tatsächlich sind es drei Attacken. Schade, dass er nicht so was wie bei Pokémon Schutz gibt oder so. Das wäre halt geil. So, schauen wir mal. Ob
wir hier Gilmon finden. Da, die ist jetzt auch weg. Bakemon ist cool. Bakemon soll mein Partner werden. Boah. Nee, wisst ihr was? Werde ich jetzt kurz mal im Internet nachgucken, weil bevor ich da jetzt wieder ewig herumsuche, schaue ich dann lieber nach. So. Lass mich nur kurz gucken. So. Ja, bla 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 bla. Da muss ich schon auf Seite 2. Tretwald, Sirius City, Windige Prärie, Oststation. Ich glaube, da sind wir. Okay. Jetzt weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Normalerweise, wenn ich einen normalen Playthrough machen würde, würde ich sowieso nicht komplett Lösung machen. Vor allem, wenn es blind wäre, dann schon gar nicht. Aber erstens, es ist nicht blind. Zweitens, ja, in der Aufnahme sieht das halt blöd aus, wenn ich da, keine Ahnung, eine Stunde irgendwo umherlatsche. Naja, sind jetzt von den Level her fast gleich auf. Agumon muss halt noch ein wenig nachziehen. Willst du mit mir Karten kämpfen? In Digimon-Kampf bin ich immer noch Profi. Also willst du Digimon-Kampf und keinen Kartenkampf. So, dann machen wir gleich mal wieder Triple Fire. Sie hat aber nur zwei Digimon. Oh, ein Ogremon. Hat alle drei geblockt. Würde aber nur 69 Schaden machen. Habe ich gerade gesehen. 69 ist nicht viel. Machen wir eine normale Attacke. Aha, verdammt. Ey, Greymon, block du auch mal. Der hat schon 4 Blocks voraus. Ah, dann block halt nicht.